Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Link Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Sandtempel gemeistert. Hat auch nur gefühlt 20 Jahre gedauert. Was ich jetzt noch für eine Frage habe, können wir denn hier im Sumpfland jetzt noch irgendwas machen? Oder haben wir jetzt hier auch alles erledigt? Ich glaube aber, wir sind hier durch, ne? Ich glaube, wir haben hier auch alles gemacht, was ging. Ja, ich denke schon. Genau, was ich heute gerne machen würde, wir gehen, denke ich mal, direkt in den nächsten Dungeon rein. Und zwar in der Schattenwelt. Achso, das ist Turtle Rock. Wollen wir in Turtle Rock schon rein? Das wird halt eklig, ne? Oder wir können halt auch mal gucken in Thiefstown. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie das war. Was brauchen wir da, um in diesen Dungeon reinzukommen? Das müssen wir mal kurz herausfinden. Auf jeden Fall rüste ich erstmal den Hammer aus. Und haut dem Schweinchen erstmal eins auf den Kopf. So, genau. Man hat ja hier diese... Ah, okay. Wir müssen hier quasi mit der Tür reden. Oh, wir brauchen quasi die Antworten. Okay. So, okay, Leute. Also, ich habe das jetzt rausgefunden, wo wir die Songs quasi herbekommen. Und zwar... Einmal der singt uns halt den Song vor, ne? Das heißt, genau hier, Walking a Narrow Path. Das ist quasi das eine Wort, was wir da sagen müssen. Das heißt, theoretisch musst du in der ganzen Stadt mit den Leuten reden. Und da bekommst du dann immer stückweise so den Songtext von dem Lied, was der dann hören möchte. Und der singt dann noch... Back to Tiefen. Oder Typhon, I don't know. So, ne? So, und das sind schon mal zwei von den Passagen, die wir quasi angeben müssen. Aber es reichen auch zwei. Denn wir nehmen hier quasi das hier. Dann hier sind wir Disappear. Oder Despair. Und hier das hier, ne? Und dann sagt er, wow, was für eine wundervolle Stimme. Und dann können wir reintreten. Alles klar. So, die Frage ist, mit drei Herzen will ich da rein? Ich glaube, ich würde... Die gibt mir doch ein Herz, oder? Wenn ich jetzt hier reingehe. Füllt die mein Leben vollständig auf? Warte mal kurz. Ich bin nämlich sehr erschöpft. Krieg ich nur ein Herzchen, oder? Ja, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Ich gehe mal kurz mein Leben noch auffüllen, okay? Ich habe jetzt zumindest schon mal das Rumgeeier... weggeschnitten. Hier hat er auch ein Herzchen. Weißt du was? Ich kaufe dem das mal ab. Ein bisschen zumindest aufladen, ja? Ich meine, wir werden auch noch Herzchen in den Dungeon finden, da bin ich mir relativ sicher, aber zumindest ein bisschen, dass wir da nicht ganz tot in den Dungeon reingehen. Und ich hoffe, wir haben alles, was wir für den Dungeon brauchen. Guck mal, hier kriegen wir jetzt sogar noch ein Herzchen. Weil ich fühle mich, ehrlich gesagt, noch nicht ganz so geil gewappnet. Schauen wir mal. Bin gespannt. Okay. So, raus da. Und jetzt rein in den Dungeon. Der war auch, glaube ich, ein bisschen eklig, der Dungeon. So, hier ist genau... Hier mussten wir, glaube ich, jemanden so rumführen, ne? Und der hat sich dann, glaube ich, sogar als Boss rausgestellt. War das nicht irgendwie so? Naja. So. 50 Rubine. Die Musik ist cool. Die hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aha. Ah, ich muss die ganzen Statuen jetzt da drauf schieben, ne? Okay, warte. Du. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir hier solche nervigen Rätsel hatten. So, warte. Den schiebe ich so rum hier hin. So. Und dann
zack. So, den schieben wir hier raus. Dann können wir hier wieder den Schalter anmachen. Und dann schieben wir den da vorne drauf. Ja, coole Musik. Gefällt mir. Hatte keine Ahnung, dass es die hier gibt. So. Und dann stellen wir uns auf den Schalter und dann geht die Tür auf. Cool. Das hat funktioniert. Okay. Next Room. Oh, Schatzkiste. Komme ich aber gerade nicht hin. Oh nein. Die haben mich doch verschleppt, oder? Oh Gott. Das wird super eklig werden, Leute. Das wird so super eklig werden. Die waren echt nervig. Weil die haben mich, glaube ich, gefangen genommen. Beziehungsweise... Okay, hier brauche ich noch irgendwas. Da muss ich dann später den anderen Kompagnon, glaube ich, mitnehmen, ne? So, zack. Ich könnte einfach runterhüpfen und mir die Schatzkiste holen. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, was hier noch so lauert. Das ist nämlich ein Schalter. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Geh mal hier rüber. Nein, ich bin daneben gehüpft. Nein! Komm ich hier wieder hoch? Ja, okay. Ah, okay. So komme ich auch ganz easy zu der Schatzkiste. Okay, der erste kleine Schlüssel. Yay. Na, 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 na. So, was macht das? Ändert die Fahrtrichtung des Transportbundles. Wir gehen mal eine Etage hoch. Okay, dann komme ich hier raus. Und dann könnten... Ich habe keine Ahnung, hä? Ist das einfach für einen Rückweg? Ich glaube, das hat was auch später mit dem Rätsel zu tun, wenn wir dann den zweiten Kompagnon dabei haben, ne? Ich glaube, irgendwie so war das. Aktuell ergibt das alles noch nicht so viel Sinn hier, aber ich glaube, das wird es bald. Hi. Geil. Jetzt sind wir schon mal full heal. So, und hier... Genau, hier mache ich den... Dann wechseln wir hier das Transportband und dann können wir auf der anderen Seite, genau, da können wir jetzt eine Bombe hinwerfen. So, zack. Toll. Okay. Dann haben wir schon mal diese Tür offen. Okay, das war eine riesige Falltür, ne, glaube ich. Ist auch für später, ich erinnere mich. Da kommen dann so Viecher runter und dann muss ich einfach nur... Genau. Ich erinnere mich. Aber das ist wie gesagt auch für später. Ich gehe mal hier lang. Gibt's nämlich Schatzkiste mit einem Mai Mai. Hey, es werden immer mehr. Okay, hier ist eine Tür. Sieht für mich auch so aus, als ob das erst für später ist. Ja. Okay. Dann weiter geht's. Da kann ich den Typen befreien. Ich glaube, das werde ich auch gleich machen, weil ich glaube, ohne den kommen wir auch gar nicht weiter. Da ist der Kompass, das ist geil. Sehr, sehr schön. So. Ich mache erstmal noch alles, was ich ohne den machen kann. Ich glaube, das hört aber gleich auf. Da hinten können wir vielleicht noch rein. Weiß ich nicht. Ne, da sind auch alle Türen schon. Okay. Dann hallo. Kumpel. Genau, den müssen wir jetzt zum Bossraum bringen. Genau.
Ja, und jetzt kommen hier immer diese komischen Bosse. Diese komischen Gegner, ne? Okay, jetzt noch nicht. I don't know. Egal, ich gehe jetzt sowieso erstmal hier lang. So. So, was ist das jetzt hier? Ah ja. Alter, diese Räume, ne? Okay, Hammer. Zack. Zack. Hier rüberbalancieren. So, dann bin ich hier. Genau, dann können wir jetzt hier einfach durch und... Wie, du musst mitkommen? Ist das dein scheiß Ernst? Ich will dich aber noch nicht haben. Oh Mann, echt jetzt? Muss ich den mitnehmen? Hey, wie mache ich das denn? Hier kann ich den... Hä? Mann, ich will nur die Schatzkiste holen, Kumpel. Muss ich jetzt echt später nochmal wiederkommen? Hey. Oh Mann. Genau, bleib mal kurz stehen. Ich darf nicht den Raum verlassen mit dem. Das heißt, ich muss die Schatzkiste echt später holen. Wie dumm ist das denn? Oder ich lasse den jetzt einmal fangen. Ich weiß nicht, wie das dann ist. Lass den mal kurz gefangen nehmen. Und hoffe, dass ich das jetzt vielleicht machen kann. Weil ich will eigentlich nicht nochmal später wiederkommen und das nochmal machen dann. So. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ansonsten müssen wir dann halt wirklich erst später nochmal wiederkommen. Aber ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Das wäre echt doof. Okay, jetzt geht's. So, jetzt kommt nämlich ein ekliger Raum. Ich erinnere mich noch daran. Okay, wir scheinen aber schon ein paar erledigt zu haben. Das ist ein richtig ekelhafter Raum. Oh, Gott sei Dank. So, was haben wir denn hier? Ja, es ist doch kein Swordless Run. Ja, Leute, ich bin happy. Oh, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch kommt. Er ist es. Wir haben's. Und die Riesenwirbelattacke ist auch am Start. Oh, ist das geil. Ja, Leute, es ist endlich da. Ach, ist das schön. Das ist jetzt so viel angenehmer. Oh mein Gott, Leute, wir werden so schnell jetzt spielen können. Nicht mehr diese ganze Hin- und Her-Gewechsel-Scheiße. Oh Mann, und wir hätten es einfach schon... Ich glaube, wir hätten es schon ein bisschen früher haben können, ne? Unser Schwert. Ich hätte halt nur mal reingehen müssen hier. Tja. Achso. Naja. Ist ja schon offen. Ja, der kommt doch mit. Ist das eigentlich ein Kerl? Bin mir da gerade nicht so sicher. So. Wie viel Schaden machen wir? Nicht so viel. Scheiße. Ist halt ziemlich schwach, unser Schwert, ne? Aber trotzdem viel angenehmer. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ich freue mich. Ich bin echt happy, Leute. So, warte mal. Hier soll auch irgendwo noch eine Schatzkiste so in dem Background sein. Irgendwie in den Backgrounds versteckt ist hier eine Schatzkiste. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir da hinkommen. So. Ich ebne erstmal einen Weg, ja? Ach, ist das angenehm. Ich kann die auch mit dem Schwert töten. Okay, das wusste ich gar nicht mehr.
Zwei Schläge brauchen die. Wie ich mich freue, ey. Wenn wir in der Ecke stärker geworden sind, da freue ich mich richtig. Für den Tempel braucht man sogar die Schwimmflossen. Das wüsste ich auch nicht mehr. Können wir hier irgendwie rüberschießen? Nee. Das muss ich so machen. Okay. Jetzt könnte ich theoretisch mit dem Typen hier herlatschen, oder? Ich glaube, das sollte möglich sein. Und dann können wir vielleicht das Wasser ablassen. Okay. Kommt nicht später auch noch eine Hand, die uns, die den ab, auch klauen kann? Oder war das nur der Schattentempel? Bin mir da gerade gar nicht mehr so sicher. So, zack. Okay, da geht nur das runter. Nee, warte mal. Ich, hole mal ganz kurz. Keine Ahnung, was ich hole. Hier kann ich raus, okay. Dann hier vielleicht einfach mal schießen. Ich bin wieder komplett zielsicher hier. Alter, was? Okay, warte. Ich kann einfach den machen. So, dann haben wir hier auch wieder Schalter. Und hier ist, glaube ich, diese Wand. Die versteckte. Hier kann man dann irgendwie was machen. Ich hole mal kurz den Typen. Ah, nee, das geht ja gar nicht. Warte mal, ich bin auch falsch. Erstmal. Hä, warte mal. Hä? So? Ich bin verwirrt, warte mal. Ah, okay. Hier kann ich das Wasser ablassen. Alles klar. Verstehe. So, dann haben wir wieder eine Schatzkiste und die andere Schatzkiste da hinten können wir uns theoretisch dann auch noch holen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, guck mal, der Boss-Key ist schon am Start. Sehr, sehr cool. Und du kannst wieder mitkommen. Dann gehen wir einmal hier rauf. Zack, hochfahren. Dann müssen wir hier jetzt einen... Kann ich da eine Bombe rüberwerfen? Nein. Okay, das hat geklappt. Egal. Ah. Okay, ich glaube, das ist so nicht geplant, oder? Nice. Ich muss schon sagen, das war ziemlich gut. Nein. So, okay, jetzt geht diese Wand auf. Und die geht hinter zur Schatzkiste, richtig? Alter, das ganze Geld. Wahnsinn. Ah, Leute, wir haben ein Schwert. Wie geil das ist, oder? Ah, Kohle. Nice. So, was haben wir hier? Ein Mai. Hey, wer hätte erwartet? 79 Stück. Ich glaube, wir können uns bald auf die Suche machen nach den ganzen anderen letzten Mai-Mais, ne? Wir haben, glaube ich, so relativ alle Items dafür, um das zu machen. Hier haben wir keine Schatzkiste mehr. Hier haben wir noch 3 Schatzkisten. Ansonsten sind wir schon gut durch. Ich würde aber sagen, ich werde mal den Part beenden jetzt. Ich gucke mal ganz kurz, ob hier irgendwas kommt. Aber sieht gut aus. Alles klar, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Diebesversteck, glaube ich, ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.